Jürgen Klinsmann ist wieder zurück. Den einen freut's, den anderen nicht so. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5 Euro Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet. Ja, es ist ja so, dass du mir vorwirfst ganz gerne, dass ich Jürgen Klinsmann schon dann ins Spiel bringe, selbst wenn er nicht in der Bundesliga ist. Jetzt ist er Woche für Woche da. Mein Wermutstropfen, mit der Hertha kannte ich bisher noch nie was anfangen. Mal schauen, ob das eine Hassliebe zwischen mir und Berlin jetzt wird. Ich bin gar nicht so ein Klinsmann-Gegner. Ich war als Kind ein riesen Klinsmann-Fan sogar. Ich wollte damals mein erstes Fußballtrikot in Deutschland-Trikot mit der Nummer 18 bei der WM 90 haben. Meine Mutter konnte leider nur bis 9 zählen, dann ist es ein Rudi Völler-Trikot geworden. Aber naja, gut, war auch schön oder war auch ein super Spieler. Und von daher bin ich gespannt, was Klinsmann in Berlin zaubert. Grundsätzlich, solange er nicht bei Bayern Trainer ist, soll er doch bei Hertha den Karren aus dem Dreck ziehen. Denn Hertha hat ja auch zum Beispiel Probleme, weil sie das Derby gegen Union Berlin verloren haben. Aber da sind sie in illustrer Gesellschaft, da haben schon ganz andere gegen Union in dieser Saison verloren. Genau, ich würde vielleicht noch ganz kurz sagen, beim letzten Bundesliga-Spieltag hatten wir nur einen von 4 Tipps richtig, hatten dadurch auch ein Minus zu verzeichnen, sind aber insgesamt für die Saison noch im Plus. Jetzt zum Spiel Schalke gegen Union Berlin. Union Berlin hat zweimal in der laufenden Saison schon den Tabellenersten geschlagen. Letzte Woche war es Borussia Mönchengladbach. Davor am dritten Spieltag Borussia Dortmund, die da noch bessere Zeiten hinter sich hatten. Und jetzt dürfen sie auswärts ran, da sind sie noch nicht ganz so erfolgreich, aber die letzten Spiele haben dazu geführt, dass jetzt der augenscheinliche Favorit, die Kollegen aus Gelsenkirchen, eine richtig gute Quote haben. Was sagst du denn dazu? Die haben letzte Woche gewonnen in Bremen und spielen jetzt daheim für eine 1-7 an einem Freitag gegen Berlin. Genau, auf jeden Fall eine gute Quote für Schalke, aber schaut euch doch mal Union Berlin an, was die hier bisher gezeigt haben in der Bundesliga. Keiner hätte es ihnen wahrscheinlich zugetraut, die galten ja sogar wahrscheinlich noch als schwächer als Paderborn und jetzt haben die 16 Punkte und Hut ab vor den Eisernen. Allerdings, ja, glaube ich, dass es jetzt auch fürs erste Mal wieder reicht und Schalke hier zu Hause gewinnen muss. Dann sind die hier wieder ganz vorne auch weiterhin dran. Und ja, ich fürchte auch ein Unentschieden natürlich, aber bei der relativ hohen Schalke-Quote gegen einen Aufsteiger würde ich hier mitgehen und einfach die Schalke-Quote auf Sieg mitnehmen. Ganz genau, Handicaps lohnt sich nicht, Tor Over-Under eigentlich auch nicht. Und dann ist es schon soweit. Wir bleiben quasi bei Berlin, aber diesmal von Gelsenkirchen nach Berlin. Dort empfängt unsere Hertha den Lucien Favre zum letzten Mal. Das ist die Frage. Wird es das letzte Spiel von Favre? Ich glaube nämlich schon. Klinsmann-Debüt. Der Klinsmann wird innerhalb kürzester Zeit in Berlin so richtig aufräumen. Sorry, das kann ich nicht ohne Lachen rüberbringen. Aber hey, ich glaube wirklich, dass Berlin zumindest, egal wer der Trainer ist, der Trainerwechsel zwingend nötig war. Und bei eh schon kriselnden Dortmunder die Sache nicht besser machen wird. Von daher schauen wir uns hier die Asian Handicap-Quoten auf die Gastgeber an. Und hoffen mal, dass das einigermaßen passt. Sieg oder Unentschieden Hertha gibt eine 2,06. Und angesichts des Klinsmann-Debüts wirst du mir wahrscheinlich nicht dagegen reden, oder? Ja, also ich glaube vor allem, dass Favre die Mannschaft schon länger nicht mehr erreicht. Das war bei mir ja nicht der Einzige. Und die Spieler, die wissen doch jetzt auch ganz genau, wenn sie jetzt in Berlin gut spielen, dann werden sie ihn noch länger an der Backe haben. Wenn sie es jetzt noch ein einziges Mal versauen, dann ist der Trainer weg. Und leider spielen sie gegen ihn. Ob man es gut findet oder nicht, es ist doch, eigentlich sind sie zu gut dafür, wie sie spielen. Deshalb eine gute Quote für ein gutes Jürgen Klinsmann-Debüt. Man könnte auch viele Tore erwarten, oder? Der wird die Gegner durch die Wand drücken und voll offensiv spielen. Aber lass uns lieber weiterschauen. Ja. Oder? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Natürlich bin ich nicht so der Over-Under-Fan, vor allem in der Bundesliga nicht, weil es da echt immer beschissene Quoten gibt. Aber in dem Fall, hey, Klinsmann, auf geht's. Lass die Hertha ein bisschen scoren. 3 Tore oder mehr, 2,05. Glaubst du, das geht 1-1 aus oder 2-0? Ich nicht. Also ich denke auch, dass auf jeden Fall die Hertha hier
auch mal wieder zu Toren kommen kann. Die Spieler dazu haben die ja zweifelohne. Die haben ja Anfang der Saison ganz stark angefangen, haben ja sogar beide im ersten Spiel gegen Bayern gespielt. Langes her, aber ich denke, die können schon Dortmund auch eins reinjubeln. Mhm. Vor allem, weil die Verteidigung der Dortmunder sowieso das größte Problem ist. Und dann wieder vielen, vielen Dank, liebe Wettanbieter, dass ihr unsere Augsburger Fuggerstädter Woche für Woche so unterschätzt, dass es für uns ein gefundenes Fressen ist. Klar, jetzt kann man sagen, Augsburg, ja, jetzt haben die mal klar gegen Hertha gewonnen, aber sonst tun die sich natürlich schwer da hinten. Auf Platz 12, 13 Punkte ist natürlich nicht die Masse. Und bei Köln, Traineffekt Gisdol, hätte sich einen leichteren Einstand wünschen können als gegen Leipzig. Und von daher wird Gisdol jetzt vielleicht sein erstes Heimspiel erfolgreicher gestalten können. Ansonsten würde ich hier eine Wette auf Augsburg vorschlagen. Würde ich tatsächlich auch machen, wenn der Trainerwechsel nicht gewesen wäre. Wenn der Trainer nicht Gisdol hieß. Das macht mir ein bisschen Sorge tatsächlich. Wir schauen uns jetzt gleich vielleicht mal die Quoten an, was 0,5 Asian Handicap auf Augsburg geben würde. Interessante Nebenstatistik. Es gab bereits 7 Trainerwechsel in der Bundesliga nach einer Niederlage gegen Augsburg. Und Berlin war jetzt eben der neueste Verein, der gesagt hat, gegen Augsburg darfst du nicht verlieren, da sind wir den Trainer los. Es ist hochspekulativ, aber eigentlich müssen wir mit Augsburg... Wir haben eigentlich bisher immer gute Erfahrungen mit Augsburg gemacht. Augsburg Double Chance oder eben Asian Handicap Plus 0,5. Gibt noch eine Quote von 1,98 hier. Und angesichts des Trends wäre sogar eine Wette auf Augsburg-Sieg interessant. Klar, muss Köln auch mal anfangen zu gewinnen. Vor allem zu Hause, jetzt mit neuem Trainer. Und da ist Augsburg ein machbarer Gegner. Das ist alles in dieser Quote ja auch drin. Deswegen viel mehr Value auf der Seite der Gäste. Dann haben wir Paderborn gegen Leipzig. Und hier muss man natürlich den Hut erstmal vor Paderborn ziehen. Die führen 3-0 zur Halbzeit gegen Dortmund. Da war die Quote zur Halbzeit immer noch extrem gut auf den Paderborn-Sieg. Ich habe natürlich ordentlich reingebuttert auf den Paderborn-Sieg. Natürlich, klar, verlieren die das. Also nicht, aber sie gewinnen es auch nicht. Also von daher sehr, sehr ärgerlich, die ganze Nummer. Da gab es eigentlich 2 Verlierer bei diesem Spiel. Dortmund mit einem blauen Auge davon gekommen. Jetzt Paderborn zu Hause gegen Leipzig. Wieder extreme Außenseiter und Leipzig ist vielleicht sogar die bessere Mannschaft als Dortmund im Moment. Was fällt dir dazu ein? Mir nichts. Definitiv auf die Asian Handicaps und auf die Over-Under-Tore schauen. Ich glaube, mir fallen hier 2-3 Wetten ein. Das wäre tatsächlich, es war zu erwarten, dass über 3 Tore, über 2,5 Tore keine gute Quote gibt. Mich würde hier tatsächlich interessieren, weil beides Frühstarter sind, was ist über 1,5 Tore in der ersten Halbzeit? Das können wir hier nicht anzeigen, leider. Können wir hier leider nicht anzeigen, aber wir hätten es versucht. Egal. Also das ist vielleicht eine gute Idee und sonst Hände weg von dem Spiel. Mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Hoffenheim-Düsseldorf. Hoffenheim kam ganz schön unter die Räder gegen Mainz. 5-1. Junge, Junge, was habt ihr euch dabei gedacht? Nachdem es zuletzt ja sehr gut lief für die TSG, ein Rückschlag, eine Erdung back to reality. Und es zeigt, dass so ein Trainereffekt durchaus was bringen kann. Denn Mainz hat ja mit einem neuen Trainer gespielt. Und Düsseldorf, was können die denn zurzeit leisten? Die haben den dienstältesten Trainer und letzte Woche waren sie nicht erfolgreich. Gegen Bayern München kann das mal passieren. Und von daher ist Düsseldorf auch auswärts immer mal wieder für Punkte gut. Man sieht hier auf Schalke gepunktet, 3-3, davor gegen Köln gewonnen, gut daheim, gegen Bayern verloren. Kann man mal passieren unter Hans-Dieter Flick. Also von daher, ich finde die Quote auf Hoffenheim nicht verkehrt, würde aber hier mich eher enthalten. Außer es gibt sowas wie
Düsseldorf plus 1,25 zu einer guten Quote. Mhm, ich glaube, den Gefallen tun sie uns nicht. Da müsste man schon damit spekulieren, dass Düsseldorf hier einen Sieg oder einen Unentschieden schafft. Dann könnte man die Double Chance nehmen. Als Düsseldorf-Supporter ist das eine relativ gute Quote auf 2,24 hier. Ansonsten haben wir hier auch einfach eine No-Bet in einem Spiel von zwei sehr, sehr schwer einzuschätzenden Teams. Und Bayern-Leverkusen, da habe ich ja schon eine kleine Wette in meinem englischen YouTube-Channel Odds Market abgegeben. Dann lass mal hören, weil ich habe hier keine Meinung zu dem Spiel. Ja, ich meine, Flick, hast du angesprochen, ist stark gestartet, hat sogar mit dem 6-0 in der Champions League 16-0 Tore in den ersten vier Spielen, den besten Start eines Bayern-Trainers aller Zeiten. Und da war ja der ein oder andere ganz gute Coach am Start in den letzten 50 Jahren bei Bayern. Also sauber Hansi Flick. Aber genau das ist der Punkt. Beide waren unter der Woche in der Champions League aktiv. Leverkusen steht schlechter da, als sie eigentlich sein müssten. Habe ich schon oft gesagt. Die spielen echt starken Offensivfußball, belohnen sich allerdings zu selten dafür. Aber ich glaube, dass sie in München motivierter sein werden als die Bayern jetzt, weil es bei denen ja jetzt gerade in den letzten Spielen echt super lief. Und dafür finde ich die Quote auf Leverkusen interessant. Nicht, dass sie gewinnen, aber ein Asian Handicap auf Leverkusen plus 2, weil ich nicht glaube, dass die höher als mit 2 Toren Unterschied gegen Bayern verlieren. Und wenn, ja gut, dann ist es einfach der Robert Lewandowski im Moment. Hier ist die Quote jetzt nicht die Welt, aber 1,7 finde ich gut genug, um hier angesichts der Champions League-Problematik, die ja beide Teams haben, klar. Aber ich denke, dass bei Bayern mehr der Grund ist, dass sie gegen jetzt einen halbwegs starken Gegner mal nicht den Gegner so krass durch die Wand drücken, wie du schon gesagt hast. Hast du noch was dagegen zu kontern? Oder? Nee, ich finde es immer gut, wenn man gegen Bayern setzt, auch wenn du jetzt immer im Prinzip mit deiner Wette auch einen Bayern-Sieg nicht ausschließt, aber ja, knappen Bayern-Sieg halt ist meine Wette. 2-1 wäre mein Tipp, wenn ich mich festlegen müsste. Ansonsten vielleicht auch mehr Tore. 3-2 in so einem Spiel mit Offensivpower. Warum nicht? Dann sind wir auch schon wieder beim 1. Dezember. Man darf den Adventskalender endlich das erste Mal das Türchen öffnen. Mhm. Und wir haben Borussia Mönchengladbach gegen Freiburg, der immer noch Tabellenerste gegen den immer noch unglaublich stark performenden und aufspielenden SC das Freiburg. Absolute Topspiel, ja. Ja, der erste gegen den vierten. Und Gladbach hat jetzt schon auf die Mütze bekommen gegen Union Berlin. Freiburg hat gegen gute Teams gepunktet, werden aber auch, wie du so schön sagst, irgendwann sich mal erden müssen. Und ja, aber wir reden ja schon ewig davon, die müssen jetzt mal geerdet werden. Aber irgendwie interessiert das Christian Streich und seine Jungs gar nicht. Pass auf, dann sage ich es anders. Die müssen paniert werden in dem Spiel. Gladbach für eine 1,65 würde ich daheim einloggen. Ja, genau deiner Meinung. Also war die Niederlage bei Union Berlin mal ein Ausrutscher, der vielleicht auch wichtig war für Gladbach, um denen zu zeigen, jetzt haben sie gegen ein eher mittelmäßiges, wenn nicht sogar unterklassiges Team, also sorry Union, aber ihr seid besser in der Tabelle, als man denken würde. Und deswegen hat da Gladbach halt mal einen Ausrutscher hingelegt, passiert einfach auch Top-Teams mal. Und das zeigt jetzt wieder vollen Fokus darauf, hier einen ernstzunehmenden Gegner wie Freiburg, die Vierter sind, nicht zu unterschätzen. Ich würde da sogar so weit gehen. Warum nicht Asian Handicap minus 1? Weil die hier jetzt einen raushauen müssen und wenn sie mit einem Tor gewinnen, ja, dann gibt es das Geld zurück. Deswegen Quote 2,01 hier auch noch gut. Und für diejenigen, die auf Nummer sicher gehen, sowas gibt es ja nicht beim Wetten. Vielleicht gewinnt ja auch dann Freiburg oder sonst was. Oder es könnte auch unentschieden ausgehen, aber es kann alles passieren. Wir legen uns hier auf das Asian Handicap fest. Und hier habe ich mich auch schon relativ früh festgelegt. Ich meine, diese Logos sind schon sehr identisch. Was soll da denn was anderes passieren als eine Radex-Bet? Ein Unentschieden hier beim Spiel Wolfsburg-Bremen für ungefähr 0,3 Einheiten, um eine Einheit zu gewinnen. Ist man da bestimmt ganz gut bedient? Oder was fällt dir dazu Besseres ein als Bremer Sympathisant?
Ja, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, ob Wolfsburg nach dem erfolgreichen letzten Wochenende jetzt wieder zur Form von den Niederlagen und Unentschieden davor zurückgekehrt ist. Werder steht ungefähr da, wo sie auch am Ende der Saison sein sollten, zwischen Platz 11 und 14. Finde ich ganz gut. Haben schon ewig lange nicht mehr gewonnen. In Wolfsburg wäre das eine gute Idee, mal zu gewinnen, aber das Wahrscheinlichste ist tatsächlich auch für mich so ein Unentschieden. 1-1, 2-2 gehe ich doch glatt mit dir. Wäre auch für beide, glaube ich, in Ordnung. Mhm. Und die Quote kann sich auch sehen lassen. Eine 3-8er-Quote auf ein Unentschieden, das nicht so unrealistisch ist, mit geringerem Einsatz eingeloggt. Aber einen haben wir noch, oder? Haben wir ein Montagsspiel? Wir haben ein sowas von einem Montagsspiel. Endlich. Der Bayerlords. Am Montagabend gegen in Mainz Winter. Kommt zum Hessen, Mainhessen, Rheinhessen. Derby. Vergleich. Stadtderby. Wir liegen ja sogar irgendwo im selben S-Bahn-Bereich und können wahrscheinlich da einfach mit dem Radl hinfahren auch oder eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt ist die Frage, Bayerlordser-Effekt, sowas von im Spiel gegen Hoffenheim. Kann Mainz den Schwung mitnehmen gegen die Eintracht? Die Eintracht mit einigen Niederlagen in Folge sind jetzt auf Position 10 zurück. Mainz Heimspiel, die müssen ja unendlich viel Selbstvertrauen haben. Von daher spricht doch auf beide Mannschaften zu setzen sehr viel, auch wenn du die Quoten anschaust. Da kannst du fast nicht verlieren, außer es kommt ein Unentschieden. Ja, gibt uns, also hier würde mich interessieren, was Asian Handicap 0 auf beide Mannschaften gibt, weil Derby, gute Stimmung, beide werden wahrscheinlich gewinnen wollen und Mainz hat das Momentum auf seiner Seite, Frankfurt die doch bessere Mannschaft, aber die Doppelbelastung. Genau, und das ist wieder so ein Thema mit Europa League und Frankfurt, das passt irgendwie dann nicht zur Bundesliga, auch wenn das Spiel dann erst am Montag ist und relativ viel Zeit zur Regenerierung ist, aber Frankfurt allgemein in letzter Zeit nicht so das Hurra Frankfurt von noch am Anfang der Saison oder auch überhaupt von der letzten Saison. Deswegen hier ein Asian Handicap 0 auf Mainz mit einer 2,08 auf jeden Fall vertretbar. Ich traue den Mainzern allerdings nicht über den Weg und bevor ich auf Mainz setze, muss schon Rosenmontag sein oder sowas. Ist es ja bestimmt auch und Mainz ist ja, also noch nicht der Rosenmontag, aber es ist ein Montag, ja, da hast du recht. Komm, auf Mainz oder wie? Auf Mainz, Asian Handicap 0, unentschieden ist für mich auch in Ordnung, gibt Einsatz zurück und könnte lass uns ich mir hier auch wirklich vorstellen, dass dieses Spiel ein Unentschieden wird. Dann schauen wir auf die Predictions an diesem 13. Spieltag. Wir haben hier einen Heimsieg von Schalke gegen Union Berlin. Ein Unentschieden oder Sieg von Hertha BSC Berlin gegen Dortmund. Mit Jürgen Klinsmann. Dann Leverkusen lässt sich in München nicht abschießen. Asian Handicap plus 2 auf Leverkusen 1,71. Unentschieden im Derby Wolfsburg gegen Bremen. Und dann war es das auch schon. Dann haben wir noch den Sieg Asian Handicap 0 auf Mainz. Das war ein Zeichen, dass der nicht eingeloggt wurde. Wahrscheinlich. Genau. Lass uns nochmal auf die Komplettübersicht gehen. Da haben wir es auch nochmal. Unsere Augsburger. Augsburg. Hatten wir auch natürlich ein Asian Handicap plus 0,5 auf die Augsburger. Und das logge ich hier jetzt nochmal zusätzlich ein, damit das hier auch getrackt wird, auch wenn das mit der Seite natürlich erst in den Kinderschuhen steckt und da noch nicht alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Nächstes Jahr kommt dann die neue Version dieser Webseite, die euch aus den Socken hauen wird. Ist ja jetzt schon mit das beste Tool für Quotenvergleiche, otspedia.com, und es wird noch besser. Also wir freuen uns drauf, aber erstmal hier freuen wir uns auf den 13. Spieltag. Ja, und wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass wir auch sagen, dass Borussia Mönchengladbach Asian Handicap minus 1 eine 2,0 Quote ungefähr gibt und wir die auch einloggen. Also richtig viele Wetten und nächstes Mal muss auch die Übersicht wieder funktionieren. Trotzdem Like da lassen bitte. Tja. Und dann sehen wir uns schon wieder beim 14. Spieltag. Oddspedia. The Sports Betting Community.
Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei 11.